Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist. Stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel.